Ich spiele auf einem Mal-1000 Fibercraft PvP-Server, wo du alles mit nur einem Faser craften kannst. Ihr habt ja keine Ahnung, wie OP das alles ist. Also bleib am Ball, um die overpoweredste Arc-Experience zu sehen, die du je erleben wirst. Doch zuerst... Like doch bitte das Video, ja? Ich gebe mir doch immer Mühe, für euch coole Videos zu schneiden. Was zum... Die raiden gerade. Level 488. Gebt euch diese Stats. Das ist unglaublich, Alter. Finger weg von solchen Servern. Wir spielen heute auf dem Fibercraft-Server Mal-1000. What the fuck? Ich habe noch nie auf dem Mal-1000-Server gespielt, okay? Aber ich sag euch, wir rocken die Bude. Das wird richtig juiced. Versteht ihr? Rockstar rocken die Bude. Juiced. Also ich finde meine Witze toll. Ich starte mal in den Highlands, Northeast. Und mit dem Namen will ich definitiv nichts sagen. Damit will ich nicht sagen, dass ihr ein Like da lassen sollt. Sowas mache ich nicht. Interessanter Spawnplatz. Ach, wir starten sofort mit einem Haufen Level. Was? Das war ein Level. Ein Level. Engramme werden alle automatisch freigeschaltet. Good to know. Bin das Level was? Ich bin Level 100. Ich bin sogar Level 105. Okay. Das meiste bin ich jetzt einfach auf Health gegangen. Weil dann tanke ich gleich einfach alle Turrets selbst. Ich brauche keine Tames. Mir wurde mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich das mal spielen sollte. Und ich habe es bei Blur gesehen. Wir haben mal 100 Server gespielt. Und dachte ich mal, so ein Scheiß... muss ich mir mal geben. Also Grüße gehen raus, Blur. Und das Coole an den Fibercraft-Servern ist, sammelt, 600 Fiber, okay, was kann ich damit craften? Alles. Okay, vielleicht fast alles. Sachen von anderen Maps muss man vielleicht doch irgendwie mit anderen Sachen craften. Ansonsten kannst du einfach alles mit einem Fiber craften. Ich hätte mir theoretisch auch ein bisschen Crafting-Skill geben können, ne? Wäre vielleicht ganz juicy gewesen. Wo kann ich denn hier überhaupt bauen? Hier ist überall was gebaut. Ich baue jetzt einfach hier im Wasser. Ganz, ganz unauffällig. Als wäre ich gar nicht hier. Die Struktur gehört einfach zum Spiel, ne? Ich weiß nicht, warum mache ich mir jetzt eigentlich... Ich glaube, das werde ich nicht mal brauchen. Wenn ich jetzt Fiber reinpacke und dann... Jo. Fabricator kann ich auch machen. Und wer hätte es gedacht? Ich bin Full Iron. Das ging verdammt schnell. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich die überhaupt brauchen werde. Ah doch, warte. Benzin brauche ich tatsächlich aber. Was ist, wenn ich den platziere und jetzt demolish? Dann kriege ich raus Öl. Mach mal ein paar davon, damit ich Öl habe. Für Holz mache ich mir mal einen Haufen Foundations. Zack. Und dann demolish. Und dann kriege ich doch genug auf Holz raus. Zack. Kann ich den anschmeißen? Erstmal eine Pumpgun. Und ein paar Heavies. Das ist doch retarded. Also wenn man schnell einfach irgendeinen Quatsch machen will, ich glaube, der Server ist einfach richtig gut dafür. Was ich mich frage ist, wenn ich jetzt innerhalb eine Viertelstunde all das ich schon habe, was haben die anderen, die wirklich regelmäßig drauf spielen? Guck mal, ich könnte theoretisch gesehen sogar schon raiden gehen. Mach mir einen Detonator und ein paar C4 und erstmal auf meinen Gleiter drauf. Why not? Waffen nachladen. Das ist so weird. Das ist so weird und ungewohnt. Ich will mich jetzt mal ein bisschen umgucken. Vielleicht ein Pete. Wäre gar nicht schlecht, dass man ein bisschen schneller unterwegs ist. Also eigentlich habe ich einen Wingsuit und alles, aber... Ein Pete zum Fliegen ist natürlich geiler. Oh, guck mal. Du Armer. Bam. Man sieht doch die Damage-Zahlen. Good to know. Ich erlöse dich von deinem Leid. Komm zurück. Ich erlöse dich von deinem Leid. Man ist ja kein Monster. Man erlöst die Sachen vom Leid. Na, leidest du? Du leidest! Oh, sorry. Guck mal, da vorne ist ein Pete. Da vorne sind ein paar Petes. Hoppla. Zack, 360. Der sieht doch voll schön aus, ne? Einmal kurz nachladen. Yeah, alles gut. Und bam. Ah, verdammt, da fehlt ja Fleisch. Das muss ja immer 50 runtergehen und dann frisst der. Frisst der jetzt auf Fiber. Der Server laggt. Oi, ah. Ey. Hier hält ja ganz schön was aus, wa? Kein Wunder, dass sie alles aushält. Die kriegt die Schüsse gar nicht ab. Willst du es auch ausprobieren? Trau dich! Ich hab dich gewarnt! Okay. Damit werde ich wahrscheinlich alles ziehen können. Außer der Pete hat bis jetzt schon Fiber gegessen und braucht das gar nicht. Jetzt werden wir es herausfinden. Was davon frisst du? Oh, er hat tatsächlich Fleisch gegessen. Ist auch ein passender Name für diesen Pete. Immerhin ist er so farbenfroh. So, erstmal Wait. Ja, und Stamina. Ja. Melee Damage von mir aus auch ein bisschen. Hey Junge, der Pete macht Damage aufs Fuck. Beim Force Feeden braucht er Jahrhunderte. Ne, so wird das nicht, Alter. Wurde schon geradet oder was? Der geht einfach immer noch weiter mit den Leveln.
1050 Damage. Das ist schlimmer als die Pizza, die ich damals auf Mr. Arkbeast Server rausgehauen habe für die Leute. Da ist ein Teleporter, den ich gerade nicht sehen kann. Was ist da drauf? 2 Heavies, 3 Heavies, 4, 5. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie viel Schaden macht es mir, wenn ich 7700 Leben habe? Ich bin doch theoretisch selber ein Trike. Ich flieg mal kurz weg, hol C4, vielleicht kann ich das... Oh, Rockets, Alter. Ich Rocket Run die Scheiße jetzt gleich. Also, wenn ich mir jetzt hier einen Jenny hinstelle... Wow, 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 wow. What happened? Ziemlich weird. Habt ihr schon mal einen Stein 2x2 gesehen? Mit Heavies vor der Tür? I mean, what the fuck? Was ich jetzt mache? Hier, guck mal. Zack. Oh, da so viel Fiber oben drauf. Zack, zack, zack. Und jetzt mache ich den ja. Ein Haufen Munition, während ich gerade sowieso hier bin. Ah. Seht ihr? So schießt man, by the way, ne? Ah, yes. Yes. Ark ist mal wieder Ark. Das ist jetzt mein Testrun. Ich will wissen, wie das auf dem Server so ist. So. Bin ich jetzt... Oh nee, die machen schon noch heftig krassen Schaden. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann mehr tanken mit 7000 HP. War wohl nicht so der Ding. Ja, ich hab der Ding gesagt, die Grammatik-Nazis. Hey, ich weiß auch, es ist das Ding, aber manchmal, wenn ich rede, dann passiert das. Ich bin doch auch nur ein Specht. Ja, okay, mir ist gerade was eingefallen, bevor ihr es halt in die Kommentare schreibt. Ich weiß, ich weiß. Ich habe vergessen, dass ich einen Glider-Suit auf meiner Flak-Rüstung hatte. Und dadurch geht sie schneller kaputt, ich weiß. Das hat mehrere von euch schon gesagt. Normalerweise habe ich die Dinger trotzdem immer, damit ich mobiler bin. Ich mag es einfach, wenn ich noch schnell davonkommen kann, wenn es hektisch wird. Aber jetzt gerade in dem Fall war das einfach nur blöd von mir, weil ich voll vergessen hatte, dass ich so ein Teil hatte. Also nochmal eben eine Flak-Set gemacht hier und jetzt fliege ich da oben hin zum Drop. Ich will mal sehen, was die Drops geben. Da ist eigentlich auch eine fette Base, ne? Überall Tech-Zeug und... Okay, okay. Kellex, das sind die Gegenspieler zu den Lelex, mit denen ich immer was zu tun hatte. So Leute, da vorne ist ein grüner Drop. Mal gucken, was da drin ist. Ihr könnt es jetzt in die Kommentare schreiben. Ihr habt Zeit, bis ich dort ankomme. Und? Seid ihr bereit? Ich mach's jetzt auf. Ah, ja. Was zum Fuck? Das ist ein grüner Drop. Ich will gar nicht wissen, was in den anderen Drops drin ist. Hier drin ist eine gesamte Tech-Base. Tech-Grenade, Alter. Hab ich zum Beispiel nie geused. Und wisst ihr, was ich voll idiot vergessen habe? Ich habe vergessen, dort mein Tech-Zeug zu craften. Guck mal, ob bei Obi vielleicht das zugebaut ist, ja? Alles klar. Unten ist eine Tech-Base. Musst du keine Laser-Show hier draus machen, was? Die raiden gerade. Da wird gerade wer geradet. Habt ihr auch eine FOP aufgestellt haben? Da sind die mit dem Griffin. Hallo. Kam da einer so mit seinem Tech-Suit angeflogen, ey. Ich würde mich ehrlich gesagt gerne hier irgendwo verstecken und die so ein bisschen snipen vom Weiten. Das wird halt nichts bringen, weil alle so viel Leben haben. Und zweitens hat jeder fucking scheiß Ark-Spieler eine verdammte scheiß Innie. Ich sag's immer wieder und ich sag's nochmal, ich sag's wie es ist. Eine Innie hat in diesem Spiel nichts zu suchen. Außer der PC ist wirklich so scheiße, dass du nicht ohne Innie spielen kannst. Aber ganz ehrlich, alle Ark-Settings runter, hast du nicht wirklich weniger FPS als mit einer Innie. Aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung. Ach, guck mal, da cryot einer. Lol, hier ist einfach wer gestorben. I take it, ne? Also kein Problem. Da schießt jemand auf meinen Pete. Da hat wer gesniped, als ich einfach nur stand. Ich habe mich nicht bewegt, hat trotzdem nicht getroffen. Ich verpiesel mich jetzt. Ich schau mal beim Obi, ob da wer ist oder nicht. Tech Rifle, that's interesting. Oh, das ist auf jeden Fall besser als das, was ich habe. Hier ist gar keine Pump, das ist eine Harpune. Warum habe ich nicht darüber nachgedacht, mir eine Harpune zu machen? Da gibt's ja jetzt diese scheiß Netze, Alter, die komplett overpowered sind. Wie keine FOP beim Obi? Das kann nicht sein. Als ob die hier auf diesem Server keine Arschlöcher sind. Ey, mach mir mal 2. Ist da gerade ein Drop genau neben meiner Base? Sogar ein lila Drop. Alles klar. Mal gucken, was in dem drin ist. Ich wette, hier drin sind jetzt übelst viele Blueprints. Also richtig die cranken. Hier ist richtig so ein Stuff, den ich jetzt mir denke, yo, what? Was? Hä? Nur das? That's all. In dem Grün war einfach mehr drin. Außer jemand war hier und hat alles mitgenommen. Und hat meine Base einfach stehen lassen. Jetzt vielleicht so ein kleines, schönes Plätzchen, wo man seine erste schöne Base aufpacken kann. Also, das zählt jetzt nicht als Base. Das war einfach, ne? Ihr wisst. 5 Minutes Craft. Hier unten schaut nichts gebaut zu sein, außer es ist relativ versteckt. Ja, drin ist nichts gebaut. Kann ich den hier drin bauen oder ist das abgeschaltet? Oh, ich habe keinen Fiber mitgebracht. Oh, nee. Ich muss hier raus. I'm stuck. Wenn du mich hier rausholst, benenne ich dich um in Step, Bro. Okay, musst du nicht mehr. Einmal hier kurz Hand anlegen. Zack, 600 Fiber. Die kann man nicht bauen.
Ui, ui. Okay, okay, okay. Ich habe leider nichts gesehen. I'm stupid. It happens. Doch, ich bin gestorben, war kacken und jetzt baue ich die nächste Scheiße. Ich habe da Blut rausspritzen sehen. Warum funktioniert in diesem Spiel nie, was funktionieren sollte? Da unten betteln sich welche. Jo. Ja, der weiß auch trotzdem noch, wo ich bin. I'm very, very friendly. I just want to be your friend. Er wollte nicht mein Freund sein. Let's try again. Tatsächlich, Alter. Wo ist denn der hin, Alter? Wie schnell man auch unter Wasser einfach schwimmt. Das ist doch nicht mehr lustig, ey. Kleine versteckte Base aus Full Tech. Why not? Kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen. Ist wahrscheinlich auch nichts Wertvolles drin oder so, ne? Wahrscheinlich ist hier gar nichts drin. Ah, doch, hier, zack. So schnell wird geradet, das ist irgendwie richtig, richtig weird. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich spiele zwar öfters auf so mal 100er Server oder so mal 25 oder was auch immer und das ist schon geboostet, aber das hier ist, das ist einfach, es ist einfach ein komplett anderes Level. Du hast halt einfach sofort alles. Oh Junge, hast du mich erschrocken. Geht mir aus dem Weg. Jo, was habe ich denn jetzt bitte alles bekommen? Schaut euch das mal bitteschön an. Was ist das alles für Zeug? Das ist nicht mehr lustig, Alter. Und das ist einfach Müll. Müll, den irgendjemand dort liegen lassen hat. Hier, ich habe jetzt was zum Fliegen. Level 488. Gebt euch diese Stats. Und das ist höchstwahrscheinlich einfach Müll, den jemand dort gelassen hat. Aua. Gebt euch das mal, Alter. Der ist AFK, der Arme. Der weiß gar nicht, was hier passiert. Sein Pete ist hochgelevelt wie sonst was. Keine Ahnung, wie viel HP der hatte, Alter, der Arme. Der hat wahrscheinlich auch gerade angefangen. Das war seine Ausrüstung. Das hatte er gerade alles dabei als Starter. Ich kann meine ganze Base einfach auch aus Fenster bauen. 1800 Element. Gibt euch das. Ich habe noch Stuff zu Hause, aber innerhalb ein paar Sekunden habe ich das Zeug zusammenbekommen, um das hier zu bauen. Ich bin auch gar nicht fertig. Das war einfach nur auf dem Weg hierher. Zufällig gefunden bei irgendwem, Alter. Ich komme nicht drauf. Klar, ich gehe eben kurz home, hol den Rest und dann ziehen wir hierher. Okay, okay. Ja, also eigentlich muss man nur ein paar Sachen zähmen und du kannst eigentlich alles raiden. By the way, noch kein einziges Mal mit den Griffen gelandet, seitdem wir davon losgeflogen sind. Und gibt euch mal die Stamina, ist einfach kaum runter. Ihr braucht aber einen coolen Namen. Frank? Okay. Bye bye, schöne Base. Mich kehrt's einfach gar nicht. 4 Heavies. Man nimmt sie nicht mit Tech Base Day 1. Ich kann nicht mal Day 1 sagen. Das ist einfach Instant Tech Base. Jetzt sagt, das ist jetzt alles gesichert. Gar mit Tech Force Field. Das gibt's doch nicht. Eigentlich macht man das nicht. Damit, aber ich mach's jetzt einfach nur, weil ich das gerade habe einfach. Just cause I can. 142 Tech Turrets habe ich. Soll ich ehrlich sein, ich habe nicht mal Bock, die Base weiterzubauen. Ich weiß nämlich, ich werde nicht mal drauf spielen. Also das ist unglaublich, Alter. Was man alles so innerhalb kurzer Zeit dann kriegt. Das war einfach viel zu easy. Ich habe jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit so eine fucking Riesenbase aufgestellt. Ihr könnt kommen und mich raiden. Schreibt in die Kommis, wie lange ihr gebraucht habt. Ich habe da nicht wirklich was gemacht. Die Turrets sind dort nicht wirklich befüllt. Bam. 7753 Schaden, dieser Griffin, Alter. Ey, meine kleine Bisschen, die hier war, wurde schon geradet. Wollt ihr das ultimative OP-Erlebnis haben in Ark? Dann spielt auf jeden Fall Fibercraft auf Genesis 2. Auf dem 1000 Server. Was krasseres werdet ihr nie im Leben erleben. Mein Fazit ist auf jeden Fall Finger weg von solchen Servern. I wanna die. Ja. Gefällt mir. Ich fang an zu strippen und ich. Sie haben mich. Ich fang an zu strippen und ich. Sie haben mich.